Geld ist draußen, hat die Personal hier die ganze Imbiss in die Kneipe gebracht. Also wenn du etwas essen willst, ja, die ganze Imbiss, die normal hier draußen war, neben die Einschreibung, ist jetzt in die Kneipe. Ja, wenn du Hunger hast, ja, kannst du da etwas essen gehen. Ja, da hatte er recht. Es war wirklich kalt. Obwohl, am Tage ging es noch, aber abends, da wurde es so richtig schattig. Wir sind hier in Goch auf dem Gelände vom Kloster Gräfenthal. Hier fand zum ersten Mal das Halloween Custom Run der Belgian Street Cruisers Association statt. Da ich mit Freunden hier hingefahren bin, war ein Video eigentlich nicht geplant. Ein paar Aufnahmen habe ich dann aber doch gemacht und hier zusammengeschnitten. Wir waren alle von der Location begeistert. Die Klosteranlage bietet Platz ohne Ende. Stellplätze für Fahrzeuge, Wohnwagen und Zelte, alles reichlich vorhanden. Die Anlage selbst bietet durch ihre Bauart und die alten Gebäude eine ganz besondere Atmosphäre. Und verlässt man das Kloster durch die Mauer im hinteren Teil, steht man direkt am Ufer eines Sees. Das alles hatte schon etwas. Da hatte der BSCA eine super Location organisiert. Verkaufsstände, Show- und Shine-Contest, übrigens super moderiert. Und natürlich viele tolle Fahrzeuge. Trucks, Hot Rods, Custom Cars und so weiter. Alles war zu sehen. Am Abend dann noch ein super Partyprogramm mit Live-Musik von der Band T-Bone. Da ich aber nur ein paar Aufnahmen gemacht habe und am Abend schon relativ früh nach Hause gefahren bin, wird hier im Video leider nicht viel davon gezeigt. Ich gelobe Besserung. Im nächsten Jahr bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Und dann auch die vollen 3 Tage. Diese Veranstaltung will ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Die Motor ist ein 302 und die ist in Amerika gebaut, in einer NASCAR-Garage. Damit hat die 302 435 PS. Das wird übergebracht nach einem Hinterachsel Jaguar und die ist ganz verchromt und alles. So, bitte erklär ein bisschen über diese schöne Stationwagen. Ja, das ist mein Caprice, Baujahr 79 und hauptsächlich mein Bett, mein Haus. Dein Bett? Ich hatte gedacht, du war tot, ist da ein, aber nee, ist dein Bett. Ja, sie ist sehr fröhlich über diese Caprice natürlijk, ja. Welke Baujahr hat die? 79, ja, en ze is heel trots, ja, het is ook haar bed, zegt ze, ja, ze slaapt erin. Persoonlijk had ik gedacht, er gaat een doodkist in liggen, maar dat is dus niet. En wat voor motor steekt er aan in dat ding? 5,7 liter, Chevy, ja. Ja, de heel bekende 5,7, die 350 kubiek inch, V8 steekt erin, ja. En is het jouw wagen, is het jouw wagen? Mijn wagen, ja, klaar. En hoe was de tekening dan met? Ja. Nee, ongelooflijk, de pistool, ah, ik liep die, ja. Dat zou echt mijn beste vriendin kunnen worden, want ze rijdt dagelijks met deze V8 gestuurde Chevrolet Caprice, ja. En ze is er nog heel vrolijk bij ook, ja. En de Wisconsin Steel Halloween, ja. Ja,
Een van onze deelnemers die echt ervoor gaat, ja, heel super. Ik zou zeggen, ja, nog een paar woordjes uitleg. Heb je zaken veranderd aan de wagen? Als je zaken geënderd aan die wagen? Persoonlijk heb je eraan gemacht aan die wagen, er eingebouwd, er uitgebouwd. Alles. Ik heb die karosse gekauft en alles selber eingebouwd. Motorgetriebe. Nee, geen weg! Hast du alles selbst gebaut, ja? Hast du nur Karosse gekauft und dann hat die alles selbst aufgebaut. Ja. Und wie viele Jahre hast du Arbeit dran gemacht? Ja, ein paar Monate. Nur ein paar Monate? Wow, du bist spitze! Ist ja auch nicht schön. Dann wird nicht meine Freundin, ja, weil ich arbeite 3 Jahre an der Wagen und die nur ein paar Monate. Du wirst meine Freundin, dass du meinen Wagen aufbauen. Okay. Nee, toll, super gemacht, muss ich sagen, ja. Und ja, noch viel Spaß damit. Ja, danke, hab ich. Gut. Hey. Die steht nicht mehr im Lamm liegen. Okay, Applaus wollte ich sagen. Wie ist dein Name bitte? Sabine. Sabine, Applaus für Sabine mit dieser Chevrolet Caprice. So, das waren die wenigen Videobilder, die ich am Samstag in Goch gemacht habe. Aber wie schon erwähnt, ein Video war eigentlich nicht geplant. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.